Ravi de vous retrouver, herzlich willkommen an diesem Tag, an dem Europa innehält, um einen seiner ganz Großen zu ehren. Feierlicher Trauerakt für Helmut Kohl. Mit bewegten Reden verabschieden sich Weggefährten aus aller Welt im Europaparlament in Straßburg von dem mit 87 Jahren verstorbenen deutschen Staatsmann. Angespanntes Jubiläum begleitet von Protestkundgebungen feiert Chinas Präsident in Hongkong den 20. Jahrestag der Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie. Und wir sind bei der Ideenbörse der Superhirne zu Gast, der Nobelpreisträgertagung in Lindau. Eine solche Ehrung hat Europa bisher noch niemandem zuteilwerden lassen. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs verabschiedeten sich heute im Europaparlament von Helmut Kohl. Ein Trauerakt, der Europa Bilder voller Symbolik beschert. Ein letztes Geschenk des deutschen und europäischen Patrioten Kohl an die EU. Stefanie Hinzmann über einen unvergesslichen Tag. Um über den Staatsmann Kohl und sein Vermächtnis zu sprechen, darf ich jetzt den ehemaligen italienischen Premierminister und ehemaligen europäischen Kommissar Mario Monti bei uns. Tja, bevor wir uns gleich die Frage seines europapolitischen Erbes stellen, zeichnet Boris Petzl zuerst ein Porträt des Europäers Kohl. Ein Bild, das auch die irritierenden Zwischentöne nicht auslässt. Niemand zweifelt an der tiefen Dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Um an diesem Tag der Ehrungen und der geflügelten Worte das Bild von Helmut Kohl abzurunden, lassen wir jetzt die zu Wort kommen, für die 16 Jahre der Kohlschen Kanzlerschaft eine nie versiegende Quelle der Inspiration war, die Humoristen und Fotografen. Dem Satiremagazin Titanic zum Beispiel war der mächtige Pfälzer ganze 49 Titelbilder wert. Den kreativen Köpfen in deren Frankfurter Redaktion haben wir auch Kohls erste Birnenkarikatur zu verdanken. Nathalie Deiber über das nicht immer einfache Verhältnis von Helmut Kohl zu spitzfedrigen Medienvertretern. Auch das hätte Helmut Kohl wohl gefallen. Genau heute wechselte das von ihm so geschätzte Europa, wie alle 6 Monate, den EU-Ratsvorsitz. Zum ersten Mal übernimmt Estland die Präsidentschaft. Schwerpunkt soll der digitale Wandel sein. In Hongkong fanden an diesem 1. Juli die offiziellen Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum der Rückgabe der ehemaligen Kronkolonie an China statt. Die Anwesenheit von Chinas Präsident und seine teilweise sehr scharfe Rede lösen neue Befürchtungen über chinesische Einflussnahme aus. Marc-Antoine Valverde. Damit, wie immer samstags, unser Blick in die Welt der Wissenschaft. Gerade fand in Lindau die 67. Nobelpreisträgertagung statt, ein in seiner Art einmaliger Kongress. 2 Tage lang haben hier über 400 junge Hoffnungsträger aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Disziplinen die Gelegenheit, sich mit echten Nobelpreisträgern auszutauschen. Melin Freda hat sich für uns diese Ideenbörse der Superhirne angeschaut. Trotz allem hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Das zeichnete auch Simone Veil aus, die große französische, europäische Politikerin und Vorkämpferin der Frauenrechte, die gestern im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Wir ehren sie heute Abend um 22.55 Uhr mit der Dokumentation Mein Leben, Simone Veil. Ja, und verabschieden möchte ich mich heute mit einem Zitat von Helmut Kohl. Nur wenn Europa mit einer Stimme spricht und seine Kräfte bündelt, kann es sein Gewicht angemessen zur Geltung bringen. Merci, Erde Mann.